Ich habe hier eine Route von Balzer, und zwar eine Matze-Koch-Route mit dem lustigen Namen Doppeltes Lottchen. Und zwar ist das eine Naturköder-Route, eine sogenannte Twin-Tip-Route mit zwei verschiedenen Spitzen zum Naturköder-Angeln auf Hecht und Zander. Man muss sich quasi nur eine Route kaufen und hat eine starke Spitze zum Hechtangeln und eine weichere Spitze zum Zanderangeln. Ja, zu den technischen Daten. Sie ist 3,65 Meter lang und hat ein Wurfgewicht von, naja, von 30 bis 110 Gramm. Also die leichte Zanderspitze, 30 Gramm wahrscheinlich, und die schwere Hechtspitze, 110 Gramm Wurfgewicht. Wir schauen uns das Ding jetzt mal an, was Matze sich da zusammenkonzipiert hat. Bei der Entwicklung der Route ist Matze Koch ja beteiligt gewesen und er hat sich da bestimmt Gedanken gemacht. Schauen wir uns das Ding mal an. Einmal ein Handteil und die zwei Spitzenteile. Man sieht es auch gleich, das ist wohl die Hechtspitze. Ja, die hat Bums, absolut. Das ist die 110 Gramm Spitze und die weichere, ja, okay, deutlich weicher. Stecken wir das Ding mal zusammen. Ein schöner geflochtener Kohlefaserblank, Korkgriff. Sieht alles sehr wertig aus. Das ist jetzt die Zanderroute. Ja, relativ weich. Schöne Posenroute auf jeden Fall. Ich liebe ja weiche Routen zum Naturköderangeln. Dann geht der Köderfisch nicht so schnell fliegen beim Werfen. Schöne Route. Die könnte man auch noch gut zum Barbenangeln am Fluss einsetzen beispielsweise. Also die muss man nicht nur zum Zanderangeln benutzen. Fühlt sich gut an. Jetzt probieren wir mal die Hechtspitze. Ja, ganz andere Route. Auch nicht zu hart, aber die hat richtig Bums. Doch, macht einen guten Eindruck. Also auf den ersten Blick, ohne jetzt damit zu angeln, sieht das Ding ganz gut aus. Vor allem, wenn man jetzt in Urlaub fährt und weiß nicht, was man mitnehmen soll oder man weiß nicht, was einem am Wasser erwartet, hat man mit dem Set so ziemlich alles dabei, um eben mit Naturködern auf Raubfisch zu angeln. Ja. Jetzt heißt es am Wasser ausprobieren.